Hallo und guten Tag zu einer neuen Aufnahmerunde. Hat mal wieder etwas länger gedauert mit der nächsten Aufnahme, aber das werdet ihr mit Sicherheit verstehen. Es ist nämlich gerade Weihnachten, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, das werdet ihr alle kennen. Ne? Vorbereitungen, dann die Feierlichkeiten an sich und ne, immer unterwegs und ja, so der vorweihnachtliche Stress, sage ich jetzt mal. Aber jetzt geht's endlich mal wieder los. Ich habe total vergessen, was ich hier zuletzt gemacht habe. Außer, dass ich diesen Kontrollpunkt hier eingenommen habe, wo wir eigentlich mal gucken könnten. Okay, Fähigkeiten haben wir nicht. Kann man die Waffe irgendwie... Nein. Okay. Ja, lassen wir das. Finde ein Schwarzstein-Prisma. Wartung. Schwarzsteinverarbeitung. Wo sind wir? Wie war Karte? Das war nicht die Karte, das war das Pausenmenü. Karte ist. Da ist Karte. Atlaskammer. Was? Hinter. Ich lerne es echt nicht mehr. Also, da lang? Ist das die Richtung? Ja, das wäre die Richtung. Dann gucken wir doch mal, ob das hier oben ist. Ach ja. Ja. Mal wieder die falsche Seite hochgelaufen. War ja mal wieder typisch. Wie konnte es auch anders sein? Dann hier lang, genau. Schön, dass Sie noch Sie selbst sind. Tut mein Kopf so weh. Ist es das Tischchen oder eine Gehirnerschütterung? Ja, warum tut mein Kopf so weh? Mein Kopf tut auch manchmal weh. Ist das richtig hier? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Ist hier noch irgendwas Schönes? Oh, ist nie passiert. Oh! Der sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Hier komme ich mit Sicherheit nicht durch. Ja, alles klar. Hier liegt noch einer. Noch einer. Hallo, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier passiert? Arif hat nicht übertrieben mit dem Monster. Will ich hier lang? Ich weiß es nicht. Oh, der sieht aber... Alter, der sieht ja ganz böse aus. Dem hat den Kiefer rausgerissen. Nett? Richtig nett. Oh, was ist ein Dokument? Ach. Alter, oh. Alles klar, da hinten ist wieder eine rote Wand. Wunderbar. Oh, was hier? Kann man hier? Der Stuhl geht doch mal weg. Nein, hier kann man gar nicht. Hier kann man auch nichts. Du hast mir die HRV gezeigt, als ich herkam. Und die Maschine, die sie herstellt. Kannst du mir helfen, an Prisma zu finden? Ja, dann zeig doch mal. Irgendwie... Also wie schon erwähnt, ne? Es ist mir definitiv zu ruhig hier. Da hinten ist diese fette rote Wand, die wir wieder irgendwie wegkriegen müssen. Ah. Verdammt! Sie sind zerbrochen. Kein einziges... Was zur Hölle? Och, nee.
Alter, da läuft so einem den Rücken runter. Und warum darf ich nicht schießen? Schnell, lass uns Darlings Labor suchen. Hä, habe ich das Vieh jetzt verjagt, gekillt? Okay. Mir schwan Übles. Ganz Übles. Ich möchte hier gar nicht sein. Echt nicht. Es gibt Bereiche im ältesten Haus, wo unter den richtigen Bedingungen, wenn die Frequenzen harmonieren, andere Dimensionen einbringen. Wir nennen sie die Grenzbereiche. Der Steinbruch ist einer der stabilsten davon im Wartungssektor. Dort kam Schwarzstein her. Das hast du doch auch gehört, oder? Materie. Schwarzstein kommt aus einem Grenzbereich. Der Steinbruch. Zu blockieren. Also müssen dort auch Prismen sein. Sie bleibt alle stabil im Raum. Wie eine Art paranatürliches Blei. Wir erforschen zahlreiche gefährliche Dinge, die wir absolut genauestens unter Kontrolle haben müssen. Ja. Dazu dienen die Brandschneisen mit Schwarzstein. Die Containerzellen im Panoptikon. Oh, Emily, der Code, Schwarzstein, 665. Beinahe teuflisch. Verstehen Sie? Oh. Witzbold. Wir können das wiederholen, wenn Sie... Ja. Darling Schlüssel. Damit kommen wir in den Steinbruch. Gut, ich würde mal sagen, dieses 665, das sollten wir uns merken. Ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, also hier gibt es große Räume, hier gibt es überall mögliches Zeug zum durch die Gegend schmeißen und Informationen und so weiter, aber ja, das war's dann auch. Hi. Was, da hinten muss ich hin? Oh, Leute. Dann gehe ich jetzt aber erstmal hier oben gucken. Ja, Materialcontainer, der, da hängt einer in der Luft. So ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Gemütliches Sofa, alles toll hier. Ja, aber das war's auch schon wieder. Na gut. Dann stiefeln wir wieder runter und gehen durch die ganz tolle Tür hier. Ich hasse Aufzüge. Oder lasst mich das präzisieren. Ich hasse Aufzüge, wo man in einer Seite reingeht und nicht weiß, ob man auf der gleichen Seite wieder raus muss oder auf der anderen Seite. Richtig an. Wie die Welt sein sollte. Ich bin in einem endlosen Gebäude, das in verschiedene Dimensionen führt. Und ich will nicht weg. Wie, du willst nicht weg? Selbst bei all dem Horror fühlt es sich gut an. Und richtig. Ja, du bist ja drauf. Oder zumindest auf richtige Weise verrückt. Hi. Hier. Und es geht wieder los. Wo denn? Nein, das war richtig gut. Ach ja, schön. Naja, den ersten Ladescreen für diese Aufnahmerunde, wunderbar. Ich raste aus. Ich habe noch aus dem Augenwinkel, sage ich jetzt mal, gesehen, dass da die Reling offen ist, aber da war es auch schon zu spät. Da war ich schon drüber hinweg und bin in die Tiefe gestürzt. Richtig gut. Richtig gut. Na, Ladebalken, werden wir nochmal fertig heute. Darlings Schlüssel. Damit kommen wir in den Steinbruch. Hä? Hey, Faden! Hier oben! Och nee, jetzt da wieder...
Hä? Oh, falsche Richtung. Jetzt darf ich da wieder hinlatschen, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Gut, machen wir das Ganze mal. Uppala, im Schnelldurchlauf. Naja, mein Kopf tut weh, bla. Tut dir, alter Kopf, weh. Dumm, die dumm, die dumm. Nochmal an den ganzen Leichen hier vorbei. Ast rein. Guck, guck. Ah, okay. Das hier müssen wir zum Glück nicht wiederholen. Oh. Upsa. So, hier müssen wir durch, ne? Ja. Warum ist der Fahrstuhl jetzt oben? Na, egal. Das hat er gespeichert, weißt du? Aber da, wo wir waren, das hat er nicht gespeichert. Der schmeißt uns einfach am Kontrollpunkt wieder raus. Super, richtig gut. Aber da ich den Fahrstuhl jetzt schon kenne, weiß ich wenigstens, dass ich auf dieser Seite hier raus muss. Alles hier ist total verrückt. Aber es fühlt sich richtig an. Wie die Welt sein sollte. Ich bin in einem endlosen Gebäude, das in verschiedene Dimensionen führt. Und ich will nicht weg. Ja, ja. Selbst bei ich möchte weg, aber ich darf nicht. Fühlt es sich gut? Ja. Gleich an Kopf. Oder zumindest auch. Ich bin ganz verrückt. Von wo schießen die denn? Huh, hi. Ja, kannst gleich eine kriegen. Bitte sehr. Wenn ihr unbedingt Stress anfangen wollt hier, bitteschön. Habe ich kein Problem mit. Kontrollraum? Nein. Guck, guck. Aha, hier ist jetzt keiner unterwegs, oder was? War ja mit Sicherheit auch gar nicht laut. Hä? Auf jeden Fall ist hier wieder ein Fahrstuhl. Die weiß hinterlegte Zahl. Ist das das, wo wir gerade sind oder wo wir hin könnten? Ja doch, das müsste das sein, wo wir gerade sind. Aber dann gehen wir erstmal. Alles klar. Hallo. Ein Kontrollraum, sehr schön. Kontrollpunkt. Kontrollraum. Und jede Menge Freunde hier unterwegs. Richtig gut. Hier hast du einen fetten Kasten im Rücken. Oh, kann ich dich? Kann ich dich? Ja, kann ich! Du arbeitest jetzt für mich, du Schmock. Warum? Okay, ich werde sowas von sterben. Warum? Hey! Nein! Ich wollte mich ducken. Wie war ein Ducken? Ah. Warum? Habe ich keine Waffe? Hä? Was ist mit meiner Waffe passiert? Moment. Waffenform. Was ist das? Stich herstellen. Aha. Ja. Und jetzt? Hm.
Hier haben wir nicht genug Zeug für. Da auch nicht. Da schon. Aber das. Nee, das lassen wir. Fähigkeiten. Da haben wir auch nicht genug. Ach so. Ja, aber. Oh, habe ich jetzt? Alles klar. Dann ist ja gut. Ich sehe dich. Alter! Och nö. Okay. Die Waffe haut aber rein. Nur ich verstehe trotzdem nicht. Die habe ich jetzt hergestellt. Aber warum habe ich die normale Waffe jetzt nicht mehr gehabt? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Wieder ein Dokument. Das kann doch nicht wahr sein. Wenigstens Materialcontainer. Und ich fürchte, dass die Typen, die jetzt hier... Was ist das? Hallo, ich... Hallo? Ich möchte das gerne einsammeln. Waffenmodifikation voll. Was? Oh, Moment. Dann gucken wir doch nochmal. Weil, wenn die Modifikation voll ist, vielleicht können wir ja nochmal eine Modifikation reinstecken. War das hier? Ich hoffe es zumindest. Nee, wo, wie ging denn das? Komm, machen wir das jetzt nochmal. Da ist überhaupt nichts. Hä, wie ging denn das? Nee, das ist das Pausemenü. Ah, ja, jetzt. Okay, was ist das? Schaden beim Zielen plus 32. Alter. Rein damit. Und welche nehmen wir denn? Da packen wir die rein. Und was packen wir da rein? Weniger Munitionskosten ist nicht verkehrt. Mehr Schaden bei niedrigem Leben. Genauigkeit. Schaden nach Tötung. Okay, was ist das da? Höhere Feuerrate. Alter. Kopfschussschaden. Nachladen. Das nehmen wir rein. Und persönliche Modifikationen. Warum haben wir da auf einmal nichts mehr drin? Ich würde sagen, Leben nehmen wir schon mal mit. Was ist das? Auch nicht verkehrt. Ach komm, nehmen wir das erstmal. Das heißt, ich kann jetzt... Kann ich jetzt? Das war der falsche Knopf. Wie kann ich denn jetzt die Waffen wechseln? Da ist springen. Was ist? Oh. Oh. Das ist der Schlag, alles klar. Tja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich die Waffe wechseln kann. Was ein bisschen doof ist gerade. Aber ist halt so. Jetzt kann ich aber auch die Modifikation wegnehmen. Nochmal weg da. Ich möchte die haben. Immer noch voll. Ja, gut. Dann
Dann ist das so. Da müssten wir eigentlich jetzt da lang, richtig? Ja. Ja. Oh, was passiert denn da unten gerade? Keine Ahnung. Irgendwelche komischen Funkenschläge da unten. Hier war der Hausmeister anscheinend wieder unterwegs. Den wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen haben. Also seitdem er uns die letzte Mission gegeben hat. Oder Auftrag oder wie auch immer. Da ist auf jeden Fall ein kleiner Bunker. Da gehen wir in jedem Fall erstmal rein, weil hier ist immer mindestens ein Materialcontainer. Tja. Und mehr gibt es hier auch scheinbar wieder nicht zu holen. Tja, dann müssen wir wohl den Fahrstuhl benutzen, leider. Hallo? Der Aufzug ist kaputt. Ernsthaft? Ich muss auf die altmodische Art darunter. Wirklich? Was ist denn die altmodische Art? Sag jetzt nicht die Treppe. Wo ist denn die... Naja. Okay. Dann halt so. Bleibt allerdings die Frage offen, wie weit soll ich denn runter? Und ich höre schon wieder ganz komische Geräusche da unten. Das passt mir hin. Alter. Wer keucht denn hier? Alles klar. Super. Oh, ich will nicht. Na komm her, du Keucher. Hi. Oh, die darf ich auch übernehmen. Ah! Geil. Weil die sind mir besonders unheimlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wenn man die übernehmen kann, ja, von mir aus. Na ja, damit. Sollen die anderen sich fürchten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der ist mir so unheimlich, das ist mir schon fast lieber, wenn er wirklich tot ist. Ist das Vieh hässlich. Ach ja. Das habe ich vergessen. Gut, dass ich das gemacht habe eigentlich, weil... Wenn der kein Leben mehr hat und der platzt und der ist in meiner Nähe, weil er ja für mich kämpft, dann habe ich ja ein richtiges Problem. Kann ich hier so runter? Dann kriege ich auch noch Schaden durch die, die mir helfen sollten. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Upsa. Alter, wer denkt denn sich so eine Scheiße aus hier? Hier keucht doch schon wieder einer. Ist er bei mir hier oben oder ist er sonst irgendwo unter... Ach du Scheiße, wie weit geht's denn da runter? Junge, Junge, Junge. Wer denkt sich sowas aus? Hey. Ist doch Wahnsinn. Ja, alles klar. Willst du mir jetzt echt sagen, dass du jetzt da unter bleibst? Ich hänge. Mist. Hallo? Fuck! Jetzt. Alter, schreit das Mistvieh. Ja, schieß hinterher. Alter, ist das... Ja, das war jetzt super.
Mach Bumm. Eklige Mistviecher. Ehrlich. Ganz eklig. Was? Durchdringungszoom? Was? Ich... Was? Also, im Ernst. Kann man hier irgendwie... das sind Material... Moment. Kann man hier irgendwie die Dinger... Alles klar. Zerlegen. Genau das wollte ich. Hier, die habe ich ja quasi doppelt dann. Der ist zu schwach. So, dann müsste ich ja... Okay. Den haben wir jetzt eingesammelt, welchen auch immer. Welcher ist denn das? War das der hier? Nein, Schmettergesch... Nein. Hä? Oder ist das exklusiv für die hier? Ne, da ist auch nicht drin. Hä? Ich habe doch eben eine Modifikation eingesammelt. Oder war das eine persönliche? Ich weiß es nicht. Na, egal. Wir lassen das erstmal so. Sonst ziehe ich das eigentlich unnötig in die Länge. Okay, jetzt fangt aber nicht irgendwie an mit dem Scheiß von wegen hier, dass hier der hier solche Kanäle nachgeben oder sowas. Dann reißt dich ab. Tja, darf ich da jetzt so einfach runter oder tue ich mir... Ah ne, da ist noch eine Zwischendecke quasi. Oder? Ne. Nicht wirklich. Aber ich sehe hier auch keinen, der irgendwie... Allerdings ist da ein Kontrollpunkt, das ist nicht schlecht. Ja! Ja, komm, gleich in die Schnauze rein. Oh! Was war das? Da wandert doch einer durch die Gegend. Oder nicht? War ich das? Verwirrung. Jetzt die Frage, darf ich da so einfach hin? Ich hoffe es. Ja, scheinbar haut das hin. Ja, das... Ist doch mal okay.